Der Plan A der Belagerung war gescheitert. Man hatte im Frühling noch angenommen, dass sich die Sektierer in der Stadt unmöglich gegen eine professionelle Armee aus Landsknechten verteidigen konnten. Doch nun war der Herbst angebrochen, ein beachtlicher Teil der Belagerungstruppe hatte Reis ausgenommen und die gesamte Operation war damit zum Plan B übergegangen. Traditionell endeten viele Belagerungen an genau dieser Stelle, bei dem Geduldsspiel um den Hunger. Hier habe ich mich gefreut, meine eigene Quellenlage um einen weiteren Text zu erweitern. Die Belagerung und Eroberung Münsters 1534-35 von Karl-Heinz Kirchhoff war Teil seiner Dissertation in 1960 und beschäftigt sich mit den Details der Belagerung, aber auch der Neuordnung der Stadt danach. Der gut lesbare Text kann von einem Server des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe heruntergeladen werden. Auf rund 90 Seiten erfährt man hier von dem weltweit vermutlich größten Fachmann für dieses Thema zahlreiche Details über die Belagerung von Münster und der politischen und ökonomischen Dynamik, die sich dahinter den Kulissen abspielte. Ich werde den Link hierzu unter dem Video posten. Man muss eben berücksichtigen, dass Franz von Waldeck es sich nicht leisten konnte, kurzsichtig nur die Belagerung von Münster vor Augen zu haben. Diese ganze Region war umkämpft in einem politischen Konflikt, in dem die Ausbreitung der protestantischen Lehren nur eine Nebenrolle spielten. Hier ging es um Macht und Einfluss, um Geld und Besitz. Ich hatte schon erwähnt, dass der Plan B Bischof Franz von Waldeck vermutlich keine große Freude machte. Die Kriegskasse war bereits leer. Der Landtag des Münsterlandes bewilligte unentwegt neue Steuererhöhungen, sogenannte Schatzungen, die dann sogleich auch eingezogen wurden. Doch diese Beträge verdampften wie Wassertropfen auf einem heißen Küchenherd. Die Söldnerarmee war eben außerordentlich teuer. So sah sich Bischof Franz nun zunehmend in der Position eines Bittstellers, der erneut und erneut private Kredite aufnehmen musste, im Münsterland, in Kleve, in Brüssel, Köln und vor allem bei dem wohlhabenden Fürsten von Hessen. Das Problem war nur, dass all diese Gönner ihm keine Spenden überreichten. Dies waren echte Hypotheken, die es galt zurückzuzahlen und für die er sogar eine Sicherheit anbieten musste, in Form seiner profitablen Ämter. Dies wurde also zu genau jenem riskanten Spiel für Bischof Franz, das er von Anfang an gerne gemieden hätte. Lief die Sache noch mehr aus dem Ruder, konnte er arm, verschuldet und gänzlich ohne Status enden. Diese Entwicklung konnte also Konsequenzen haben für ihn persönlich. Damals lag es in der strengen Hand des Feldherren und des Fürsten, bei einem Krieg, bei der Erstürmung einer Stadt, den Muskel der Armee entsprechend zu steuern und gegebenenfalls zu drosseln. Halbes Jahr zuvor war Bischof Franz lediglich darauf aus, die Stadt zu übernehmen, die gesellschaftliche Ordnung wiederherzustellen und die Schuldigen zu bestrafen. Doch würde das nun reichen? Rückte die Notwendigkeit, die Stadt zu plündern, immer näher? Es gab auch immer deutlichere Signale aus dem Hause Habsburg-Burgund, hier eine Entlastung zu schaffen. Wenn der Bischof seine Ämter an die Habsburger abgeben würde, nun, die Habsburger hatten die Mittel, den ganz großen Muskel spielen zu lassen. Sie hätten dort auch mit 50.000 Mann eintreffen können. Doch Bischof Franz winkt ab. Hermann Rothart macht an dieser Stelle eine interessante Bemerkung. Es gereicht Franz von Waldeck zur Ehre, dass er sich auf das verlockende Angebot, gegen eine hohe Entschädigung auf den Bischofsstuhl zu verzichten, nicht einließ. Wäre es geschehen und das Hochstift Münster damals niederländisch geworden, so wäre es 1556 an Spanien gefallen und damit aus dem Deutschen Reiche ausgeschieden. Die westfälische, die deutsche Geschichte hätten ein anderes Gesicht bekommen. Rothart bezieht sich hier auf ein Datum, das 11 Jahre nach unseren Ereignissen hier liegt. Die Herrschaft über Niederlande ging von Karl V. auf seinen Sohn Philipp II. Über, der sich darauf spezialisierte, Bistümer aufzulösen, die ihm ineffektiv erschienen waren und diese mit neuen Organisationsstrukturen versah, mit dem Ziel, die Gegenreformation voranzutreiben und den Protestantismus wieder deutlich einzudämmen. Okay, ein kleiner Ausflug an dieser Stelle. Weg von der lokalen Situation in Münster zu der europäischen Bühne dieser Jahre. Hierzu muss man sich kurz mal die Karte von Europa anschauen. Grün markierte Flächen zeichnen die Machtbereiche der Habsburger. Das strategische Filetstück im Herzen des Geschehens ist das Herzogtum Burgund. La Maison de Valois Bourgogne, zu Deutsch das Haus Burgund, waren einst die großen Mitspieler des Hundertjährigen Krieges gewesen. Philipp der Kühne hatte 100 Jahre zuvor im Vertrag von Troyes den Franzosen den Rücken zugekehrt und hoffte darauf, mit englischer Hilfe Burgund zu einem eigenständigen Königreich zu erheben. Und noch 50 Jahre vor unseren Ereignissen hier hatte das Haus Burgund eine beachtliche Ausdehnung erreicht, die auch die gesamte nordwestliche Atlantikküste einbezog, also Regionen, die heute Belgien und Niederlande heißen.
Dies ist auch die Zeit, in der der Ausdruck Niederlande entstehen soll. Karl der Kühne von Burgund ließ die Nordgebiete so nennen, während das alte, südlich gelegene Burgundgebiet Oberlande genannt wurde. Dieser zweite Ausdruck hat die Zeit nicht überdauert. Karl der Kühne fiel in der Schlacht von Nancy im Krieg mit den Lothringern. Seine Tochter Maria von Burgund wurde somit 20-jährig zur Herzogin von Burgund und musste das Land sogleich gegen die Ansprüche des Hauses Valois verteidigen. Um den Franzosen gleich ein Schnäppchen zu schlagen, heiratete sie noch im selben Jahr Maximilian von Habsburg, den späteren Großvater von Kaiser Karl V., und vereinte somit burgundische und habsburgische Interessen. Zum Beispiel in den Niederlanden. Ja, wir kommen langsam zu unserer eigentlichen Geschichte zurück. Ich meine, Maria von Burgund wäre ein interessantes Thema für eine eigene Folge der Denkreisen. Sie hatte eine Obsession für Tiere und Jagdfalken und ließ ihre Hunde bei ihrem Bett übernachten, was dem Hofstaat etwas Kopfzerbrechen bereitet hatte, da man von hygienischen Problemen sprach, die sich daraus ergaben. 1478 wird der Sohn Philipp geboren, später bekannt als Philipp der Schöne. Die Agenten des Hauses Valois hatten sogleich das Gerücht verbreitet, die Habsburger würden lügen, denn das geborene Kind sei eindeutig als weiblich erkennbar. Das führte dazu, dass Margareta von York, die Patin des Jungen, das Baby auf den Marktplatz von Brügge nahm, um dort von einer Bühne aus der versammelten Bevölkerung den aristokratischen Pimmel zu präsentieren. Philipp wuchs in burgundischen Niederlande auf, dessen Herrschaft er bereits mit 16 Jahren übernommen hatte. In 1480 wurde seine Schwester Margarete geboren, später bekannt als Margarete von Österreich. Als Philipp der Schöne in 1506 überraschenderweise an Fieber gestorben war, übertrug ihr Kaiser Maximilian I. die Herrschaft, in diesem Falle eher die Frauschaft, über die burgundischen Niederlande. Und diese Region sollte für Jahrzehnte in Frauenhand bleiben. In 1530 starb Margarete und da sie nach zwei Ehen Witwe gewesen war, übertrug Kaiser Karl die Regentschaft über die Niederlande an ihre Tochter Maria von Ungarn über. Maria war nun eine faszinierende Persönlichkeit, über die man zu wenig in allgemeinen Geschichtstexten liest. Man sagte ihr nach, sie sei ein Mannweib, das nur mit viel Schminke feminin erscheint. Ihre Mutter war Johanna die Erste von Kastilien, die von den Spaniern als Juana la Loca bezeichnet wurde, Johanna die Wahnsinnige. Das ist aber eine eigene Geschichte und sprengt hier den Rahmen. Doch sagen wir es mal so, Maria hatte sicherlich die eine oder andere exzentrische Eigenschaft geerbt, doch allem voran ihr sicheres Auftreten und ihre grundsätzlich recht dominante Art. Doch das war nicht immer von Nachteil, denn wie sich zeigte, trauten ihr ihre männlichen Konkurrenten wenig zu. Wie man 1542 bei der Schlacht von Luxemburg sehen konnte, hier schlug Maria ihren Schwager Franz I., der den Fehler machte, sie nicht ernst zu nehmen. Das burgundische Niederlande war nur ein Teil der niederländischen Region, die sehr fragmentiert war und teilweise dem französischen König, teilweise den Habsburgern und teilweise dem sogenannten niederrheinisch-westfälischen Reichskreis angehörte. Maria beeindruckte hier und schaffte es, alle 17 niederländischen Provinzen zu einem Bündnis zusammenzufügen, und zwar in einer Weise, die den Habsburgern und den Franzosen akzeptabel erschienen war. In Brüssel residierte also eine sehr mächtige Frau, die regen Anteil an der regionalen Entwicklung Nordwesteuropas nahm. Doch zurück zu unserer Story. Ich hatte in einer vergangenen Episode erzählt, dass Maria im Frühling 1534 Franz von Waldeck 15.000 Goldgulden aus Brüssel geschickt hatte. Sie unterstützte von der katholischen Seite das Bündnis gegen Münster, doch bereits am 31. Oktober schrieb sie Bischof Franz die erste Ablehnung und erklärte ihm, dass sie diese Kredite nicht mehr tätigen konnte, ohne sich vorher mit dem Kaiser Karl V. abzusprechen, der ja, was war? Na? Hallo, das muss schneller gehen, der ihr Bruder war. Sorry, ich muss zwischendrin auch mal testen, ob ihr noch wach seid. Bereits am 15. November wies sie des Bischofs erneute Geldbitte zurück mit der ominösen Erklärung, die Sache ginge nun alle Obrigkeiten etwas an und bedürfe eines hohen Ratschlages, doch die Herren, die man zu solchem Rat benötige, seien zurzeit nicht in Brüssel. Für Bischof Franz war dies nun keine Katastrophe und es mag ja sein, dass ein Teil von ihm die Ablehnung der weiteren burgundisch-habsburgischen Hilfe eher beruhigt entgegengenommen hatte. Dies war ohnehin eine ambivalente Angelegenheit, denn Geld wechselt nie ohne Erwartung die Besitzer, und in all der Zeit, in der sich Franz in Kontakt mit Maria und den burgundischen Ständen befunden hatte, lavierte er freilich vor ihren Forderungen und Machtansprüchen. Franz war nicht bereit, das Stift Münster abzugeben, ganz egal wie viel Armee und Geld man dafür aufgeboten hätte. Und deshalb war auch die Hilfe Marias verklungen, da man von der burgundisch- und habsburgischen Seite nicht bereit war, einfach nur Bischof Franz zu finanzieren, ohne etwas im Gegenzug zu bekommen.
Das mutet alles sehr monetaristisch an und es wird deutlich, dass auch damals der ideologische und religiöse Unterbau vor allem zu einem Zweck im Spiel war, um die uninformierte breite Bevölkerung bei Laune zu halten. Hier ging es nicht so ganz um die Frage, ob die Anabaptisten in Münster Frevler oder Schurken waren. Hier ging es mehr darum, dass derjenige, der die Belagerung von Münster gewinnen würde, über das Stift Münster verfügte. Das war etwas, das Franz unentwegt gegenüber den deutschen Ständen ausgespielt hatte. Es heißt, er hätte seine Verhandlungen mit Maria von Ungarn gerne in Korrespondenz und Gespräch überbetont, um die anderen Beteiligten zu motivieren, sich in Fördermitteln der Belagerung zu überbieten. Die Gefahr, Teile von Westfalen an die Habsburger zu verlieren, war nicht von der Hand zu weisen. Und nach der Abdankung Karls V. einige Jahre später fielen genau solche Gebiete durch Karls Erbfolgelinie Spanien zu. Spanische Fahnen über Münster. Eine interessante Idee. Das westfälische Pferd wird gegen das iberische Pferd eingetauscht. Aber vergessen wir nicht, dass durch genau diese Entwicklung weite Teile der Niederlande spanisch wurden und hier ein Konflikt mit der Restniederlande vorprogrammiert war. Doch das blieb Münster zum Glück erspart. Die ganze Sache muss Franz von Waldeck so gestunken haben, ständig in irgendeinem fremden Quartier in Telgte zu sitzen und Bettelbriefe an die europäische Aristokratie zu schreiben, nur wegen diesen verrückten Holländern in Münster. Die Verhandlungen rund um die Belagerung waren kompliziert und vielfältig und sprengen eigentlich den Rahmen hier. Wen die politische Verwicklung dieser Ära interessiert, muss den besagten Aufsatz von Karl-Heinz Kirchhoff lesen. Die mittel- und norddeutschen Stände und Landesherren mochten die von Franz hochgespielte Einflussnahme der Habsburger besorgniserregend finden, doch vielmehr sprachen sie sich gegen einen Abbruch der Belagerung aus. Und ein solches Ende war durchaus für eine Weile Gesprächsgrundlage. In den meisten Städten, von Straßburg bis nach Amsterdam, saßen viele Anführer der Wiedertäuferbewegung bereits in Kerkern. Die Vorstellung, dass diese seltsame Krankheit namens Anabaptismus sich nun doch noch auf benachbarte Städte und Stifte ausbreiten sollte, erschien unerträglich. Am Ende findet man doch zusammen. Hermann Rothart schreibt hierzu: Bischof Franz suchte auch den Beistand des niederrheinischen westfälischen Kreises, dessen Stände auf der Tagung zu Köln am 25. Oktober 1934 ihn auf den nächsten Kreistag vertrösteten. Am 13. Dezember traten dann in Koblenz der kurrheinische, der oberrheinische und der westfälische Kreis sowie einige weitere Fürsten zusammen und hier wurden nun wirklich durchgreifende Beschlüsse gefasst. Man bewilligte 6x 15.000 Gulden auf je 4 Wochen für die Belagerung Münsters und legte den Oberbefehl in die Hand von Grafen Wirich von Daun, der in den folgenden Monaten viel Mühe hatte, wenigstens einen Teil der zugesagten Gelder zu erhalten. Die Hauptlast trugen weiterhin Bischof Franz und seine Landstände. Damit war die Bekämpfung der Wiedertäufer, die Eroberung Münsters, zur Reichssache geworden. An dieser Stelle vielleicht ein faszinierender Schlamassel aus der Organisation des Kreistages zu Koblenz, hier beschrieben von Karl-Heinz Kirchhoff. Wie der Kurfürstentag zu Mainz und der Kölnische Kreistag beschlossen hatten, fand am Tage St. Luciae, also am 13. Dezember, der Kreistag zu Koblenz statt. Eingeladen waren die kurrheinische, der oberrheinische und der niederländische, also niederrheinisch-westfälische Kreis. Auch der sächsische Kreis war angeschrieben worden, aber die Einladung ging irrtümlich an Herzog Georg von Sachsen statt, an den Kurfürsten. Der Herzog schrieb, es sei nun zu spät, die Stände einzuladen und lehnte selbst eine Teilnahme ab. Nur die Räte des sächsischen Kurfürsten nahmen als Externe an der Beratung teil. Der Landgraf von Hessen hatte als Mitglied des oberrheinischen Kreises aus unbekannten Gründen keine Einladung bekommen. Bischof Franz bat ihn dringend, dennoch am Kreistag teilzunehmen. Wow, das ist ja fast, als hätte ich es organisiert. Naja, so raufte sich am Ende die deutsche Obrigkeit zusammen und brachte das nötige Geld auf, um die Belagerung fortzusetzen. Doch das änderte natürlich auch die Dynamik der Belagerungsarbeit selbst, denn die neuen Finanziers wollten natürlich in das Management dieses Krieges einsteigen. Oberbefehl über die Belagerungsarmee erhält der rheinische Graf Wirich von Daun, der mit 8 Kriegsräten aus Kleve, aus Hessen, aus Köln eingetroffen war. Und er brachte eine fette Kriegstruhe mit sich, mit 150.000 Gulden drin, die erste von 6 versprochenen Tranchen. Da treffen also frische Macher in der Arena ein. Das ist ein wenig wie wenn man eine Firma in Schwierigkeiten geraten lässt und irgend so eine Consulting-Agentur übernimmt. Da sind plötzlich viele neue Gesichter da und viele neue Häuptlinge, die alle mitreden wollen. Besichtigungen der Belagerungsanlagen mussten durchgeführt werden. Mängelberichte wurden erstellt und dem erschöpften Bischof übertragen.
Aus der Bürgerliste von 1535, die Karl-Heinz Kirchhoff untersucht hatte, kann man jedoch entnehmen, dass Wilkens Teding auf jeden Fall nicht abgesetzt oder seines Amtes enthoben wurde. Er war weiterhin der unmittelbare Feldherr der vorhandenen Armee. Doch das bis dahin simple Organigramm über ihm ist etwas komplexer geworden. Die Belagerungstruppen von Wilkens Teding waren nun deutlich geschrumpft auf gerade mal 3000 Mann. Steding hatte zusätzlich noch mindestens 300 Reiter, die das Hinterland auf der Suche nach den Fahnenflüchtigen durchstreiften. Da man sich aber nun auf das lange Spiel einstellt, reichen 3000 Mann vorerst aus. Doch das Ziel ist es nun, die Stadt dicht einzuschließen. Bis dahin, als man noch auf eine schnelle Sturmlösung spekuliert hatte, war die Abriegelung der Stadt durch die Belagerer eher dürftig. Unentwegt hatten die Anabaptisten nachts Spione und Kundschafter aus der Stadt geschleust, auch ernannte Apostel. Man kann hier nicht von einem regen Verkehr sprechen, doch Migration in und aus Münster war riskant, aber möglich. Nun zog man die Truppen enger zusammen, hob neue Gräben und Wälle aus und wartete auf den Winter. Das hier war eben nicht die Belagerung einer Burg, sondern die Belagerung einer nach damaligen Verhältnissen namhaften Großstadt. So, das war nun ein etwas gewagter Ausflug in die europäische Politik dieser Zeit. Doch ich fand es wichtig, auch mal etwas auszuholen und festzuhalten, dass die Situation in Münster auch das Potenzial hatte, zu einem Pulverfass zu werden. Nicht so sehr wegen den Anabaptisten selbst, sondern wegen einem grundsätzlichen Expansionshunger der Habsburger und Burgunder. In diesem Sinne muss man Franz von Waldeck auch loben, denn seine Entscheidungen, obwohl überwiegend der Geldnot geschuldet, dienten dennoch auch einer Deeskalation und der Vermeidung eines viel größeren Konflikts, nämlich den zwischen Westfalen und Burgund. Und somit Westfalen und Spanien. Etwas, das Franz zwar in 1534 nicht wissen konnte, doch zumindest als eine regionale Gefahr erahnt hatte. Und so sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Zur nächsten Folge dieser Reihe. Sozusagen der Showdown. Münster und die Wiedertäufer auf der einen Seite, Bischof Franz von Waldeck und die deutschen Landsknechte auf der anderen. Sei neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren. Bis zum nächsten Mal.